Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. China hat deutlich mehr Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus eingeräumt als lange Zeit angenommen. Die besonders betroffene Provinz Hubei meldete 15.000 weitere Fälle. Die Weltgesundheitsorganisation stellte klar, dass dies nicht als eine plötzliche Ansteckungswelle zu deuten sei. Vielmehr erfasse eine neue Zählweise nun mehr als 13.000 Menschen, die bereits vor längerer Zeit erkrankt seien. Bilder aus einem provisorischen Lazarett in Wuhan, gezeigt in den chinesischen Abendnachrichten des Staatsfernsehens, Aufmunterungen einer Krankenschwester. Ich bin nicht nur ein Schutzengel, ich bin auch eine Kriegerin gegen das Virus. Doch die Situation in Wuhan sieht düster aus. Sprunghaft ist die Zahl der erfassten Virusinfizierten in China angestiegen. Innerhalb von einem Tag von 44.653 auf 59.804. Die Zahl der erfassten Todesfälle ist ebenfalls gestiegen. Hauptgrund für den Anstieg eine neue Zählweise. Bisher wurden nur Patienten erfasst, die in einem aufwendigen Labortest positiv getestet wurden. Ab jetzt gilt jeder als nachgewiesener Fall, der beim CT-Scan Flecken auf der Lunge hat und Symptome wie Fieber und Husten. Grund für diese Umstellung? Immer mehr hochrangige Wissenschaftler in China hatten Bedenken an den Labortests geäußert. Unsere Erfahrung hat gezeigt, nur bei 30-50% der Infizierten hat der Labortest ein korrektes Ergebnis erbracht. Es gibt sehr viele Infizierte, die negativ getestet wurden. Zudem gibt es nur wenige Testsets in China und sehr begrenzte Laborkapazitäten. Auch wenn Experten anerkennen, dass die neue Zählweise zutreffender ist als diejenige mit Labortests, generell ist hier im Inland, aber auch international, das Vertrauen in die Fallzahlen aus China gering. Die Gesundheitsminister der EU haben sich auf gemeinsame Eckpunkte im Kampf gegen das neuartige Coronavirus geeinigt. Es bleibt zunächst den Mitgliedstaaten überlassen, ob sie für Passagiere aus Risikogebieten spezielle Einreisekontrollen einführen. Bundesgesundheitsminister Spahn sprach sich dafür aus, Reisende zum Beispiel nach ihren Kontakten zu befragen. Darüber hinaus beschlossen die EU-Staaten, enger bei der Entwicklung eines Impfstoffes zusammenzuarbeiten. Die Weltgesundheitsorganisation hält davon eher wenig, doch vielleicht hilft's ja. Knoblauch gegen das Virus. Lkw-weise wurde der heute in China in die betroffene Region geschickt. Auch die EU überlegt, wie sie sich wappnen muss und welche Schritte wirklich effektiv wären. Die oft geforderte Fiebermessung an Flughäfen ist es schon mal nicht. Die Temperatur zu messen macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt Menschen, die eine Grippe und Fieber haben, und zugleich Infizierte, die aber noch kein Fieber haben. In der EU hat das Virus bislang 7 Länder erreicht. Insgesamt gab es 35 Fälle, die meisten davon in Deutschland und Frankreich. Um bei neuen Fällen schnell reagieren zu können, fordert Gesundheitsminister Spahn, mehr Daten über China-Reisende zu erheben. Kontaktpersonen, Aufenthaltsorte, Erreichbarkeit in den nächsten Wochen. Doch EU-weit Pflicht wird das erstmal nicht. Das heutige Treffen diente vor allem dazu, zu sehen, ob wir vorbereitet sind. Und alle Mitgliedstaaten haben ihre Aktionspläne aufgestellt. Doch den Ministern fiel noch auf, durch das Coronavirus könnten Medikamente bei uns knapp werden. Die kommen nämlich oft aus China. Es gab ein sehr klares Bewusstsein dafür, dass wir da ein grundsätzliches Problem haben, aber vor allem eben auch ein akutes, das sich ergeben kann aus dem Produktionsstopp in China bei den Wirkstoffzulieferern. Zumindest ihr akutes Problem wurde schon heute gelöst. Hafeneinfahrt in Kambodscha. 2 Wochen durften die Passagiere dieses Kreuzfahrtschiffs nirgends anlegen, aus Angst vor dem Virus. In der Affäre um externe Beraterverträge bei der Bundeswehr hat die frühere Verteidigungsministerin von der Leyen Fehler und Vergabeverstöße eingeräumt.
Zugleich verteidigte die heutige EU-Kommissionspräsidentin vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages die Hilfe von außen. Allein habe die Bundeswehr ihre Modernisierung nicht bewältigen können. Die Vorwürfe hätten sie betroffen gemacht, so von der Leyen, und sie habe Gegenmaßnahmen ergriffen. Auftritt Ursula von der Leyen. Die ehemalige Verteidigungsministerin soll dazu Stellung nehmen, dass sie in ihrer Amtszeit zu sehr auf externe Berater gesetzt haben soll. 5 Stunden befragt sie der Ausschuss. Von der Leyen hatte damals als Ministerin versprochen, Pannen wie etwa bei der Beschaffung des A400M sollten nicht mehr vorkommen. Die Berater dafür aber hätten sich untereinander die Verträge zugeschanzt, sagt der Ausschuss. Von der Leyen weist stundenlang persönliche Schuld von sich. Die CDU hält das für nachvollziehbar. Sie hat, wie auch schon vor ihrer Befragung, deutlich gesagt, dass es Fehler gegeben hat, dass sie auch politische Verantwortung getragen hat, aber dass sie insbesondere darauf konzentriert war, die strategische Ausrichtung des Hauses zu bestimmen. Die Opposition sieht eine persönliche Verantwortung von der Leyen und zeigt sich von der Vernehmung enttäuscht. Wir haben hier eine ehemalige Ministerin erlebt, die zwar im Abstrakten von Fehlern sprach, sich aber anscheinend nie die Frage gestellt hat, wo liegt eigentlich mein Teil der Verantwortung. Am Ende fordern viele im Ausschuss mehr Kontrolle durch das Parlament. Das habe bei von der Leyen gefehlt. Die politische Konsequenz, die man ziehen muss, ist ohne Zweifel, dass der Einsatz externer Berater nicht nur im Verteidigungsministerium Ausnahme bleiben muss, streng reguliert werden muss und die Hoheit über die Entscheidungen immer bei denen liegen muss, die politisch dafür legitimiert sind. Von der Leyen selbst will sich nicht vor der Kamera äußern. Im Ausschuss weist sie noch die Aufregung um ihre gelöschten Diensthandys zurück. Auf keinem der Geräte hätten sich Daten befunden, die für die sogenannte Berateraffäre wichtig gewesen seien. Ex-Verkehrsminister Ramsauer hat im Mautuntersuchungsausschuss des Bundestages seinen Amtsnachfolger Scheuer verteidigt. Kanzlerin Merkel und der damalige CSU-Chef Seehofer hätten 2013 die Formulierung, dass kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet werde als heute, in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Er habe vergeblich vor dieser europarechtlichen Unmöglichkeit gewarnt. Scheuer habe mit dieser Hypothek umgehen müssen. Die Opposition wirft ihm bei der vom Europäischen Gerichtshof gestoppten Maut Fehler zulasten der Steuerzahler vor. Im Bundestag wurde heute über die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen gestritten. Die Linkspartei, die die Aktuelle Stunde beantragt hatte, warf FDP und CDU vor, die Unterstützung durch die AfD billigend in Kauf genommen zu haben. Die SPD rief die CDU auf, ihren Abgrenzungsbeschluss gegen die Linkspartei zu überdenken. Während die AfD ihre Stimmen für Kemmerich verteidigte, gab sich FDP-Chef Lindner selbstkritisch. Die Ministerpräsidentenwahl von Thüringen erreicht den Bundestag. Die Debatte ist emotional. FDP-Chef Christian Lindner sagt, Erfurt sei ein Fehler gewesen, der werde aufgearbeitet. Wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und darüber hinaus die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen. Und dafür entschuldige ich mich namens der Freien Demokraten. CDU-Generalsekretär Ziemiak greift die AfD und deren Thüringer Landeschef scharf an. Warum nennt der CDU-Generalsekretär Herrn Höcke einen Nazi? Ganz einfach, weil er einer ist. Erneut kritisiert die Union aber auch die Linke. Mit der dürfe es ebenso wie mit der AfD keine Zusammenarbeit geben. Die Linke entgegnet, sie sei zwar die Rechtsnachfolgerin der SED, aber habe aus der Geschichte gelernt. Die Gleichsetzung von links und rechts führt immer zur Verharmlosung von Faschismus und Massenmord. Für die AfD greift Fraktionschef Gauland die Kanzlerin an. Die hatte gefordert, die Ministerpräsidentenwahl von Thüringen müsse rückgängig gemacht werden. Nicht einmal Walter Ulbricht wäre hier Frau Merkel gefolgt. Bei dem galt noch die Parole: Wir müssen alles in der Hand haben, aber es muss demokratisch aussehen. Und das sieht nicht mal demokratisch aus. Die Grünen sagen, die AfD habe in Thüringen gezeigt, sie wolle die Demokratie bewusst zerstören. Sie lieben dieses Land nicht, Sie wollen es brennen sehen. Und deswegen stehen die Demokratinnen und Demokraten hier gemeinsam auf, meine Damen und Herren. Das politische Beben von Thüringen. Es führt im Bundestag zu einer erregten Debatte voller Zwischenrufe und gegenseitiger Vorwürfe.
Mit einer kilometerlangen Menschenkette haben am Abend tausende Bürger in Dresden an die Zerstörung der Stadt am Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Etwa 25.000 Menschen waren bei den alliierten Luftangriffen vor 75 Jahren ums Leben gekommen. Bundespräsident Steinmeier nutzte seine Gedenkrede heute auch für mahnende Worte. Etwa 11.000 Menschen schlossen sich am Abend zu einer Menschenkette zusammen, auch vor der Frauenkirche, dem Dresdner Symbol, das im Krieg zerstört wurde. Die Nacht vom 13. auf 14. Februar 1945. Fast 800 britische Flugzeuge werfen hunderte Tonnen Brand- und Sprengbomben auf die Stadt. Bis zu 25.000 Menschen sterben innerhalb weniger Stunden. Das Stadtzentrum wird nahezu ausgelöscht. Zu den Überlebenden zählt Günther Ulbricht, 85 Jahre alt. Als Zehnjähriger erlebte er die Bombennacht. Die Erinnerung daran quält ihn bis heute. Und meine Mutter, als wir aus dem Haus raus wollten, hielt mich fest, schüttete mich mit Wasser voll. Der Dreck war so stark und die Glut, die war so schlimm, dass ich wusste, jetzt verbrennst du. Heute, am 75. Jahrestag, sind viele Gäste in die Stadt gekommen, auch aus dem Ausland, wie der britische Herzog von Kent. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert daran, dass es Deutsche waren, die den Krieg begannen. Und ermahnt, die Institutionen der Demokratie zu achten und zu verteidigen. Wenn gewählte Abgeordnete heute die Parlamente, in denen sie sitzen, vorführen und lächerlich machen, dann ist das der Versuch, Demokratie von innen zu zerstören. Nach 75 Jahren nicht loslassen vom Gedanken an die Bombennacht, aber diesen Tag auch als Mahnung zu verstehen, das ist das Signal an diesem Abend aus Dresden. Spanien darf Migranten, die über seine Exklave Melilla auf EU-Territorium flüchten wollen, umgehend nach Marokko zurückschicken. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Das Vorgehen widerspreche nicht der Menschenrechtskonvention, so die Begründung. Damit wurde die Beschwerde zweier Afrikaner zurückgewiesen. Sie hatten 2014 versucht, über den Grenzzaun nach Melilla, das exterritoriale spanische Gebiet im Norden Marokkos, einzudringen, waren aber festgenommen und ohne Verfahren zurückgeschickt worden. Seit Wochen sind die Forscher der Expedition Mosaik bereits mit der Polarstern unterwegs in der Arktis. Die etwa 300 Wissenschaftler sollen ein Jahr lang Klimaveränderungen erkunden. Die Polarstern war Ende September von Norwegen in Richtung Arktis gestartet. Dort ließ sie sich im Packeis einfrieren und driftet seither durch die zentrale Arktis. Mittlerweile dürfte sie bis hierher gekommen sein. Da liegen sie im Eis, das man in anderen Zeiten mal das Ewige nannte, angedockt an eine Scholle, die langsam über das Nordpolarmeer treibt. Der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern und ein russisches Begleitboot nicht weit vom Nordpol. Die Temperaturen gehen runter bis auf 35 Grad minus. So weit ab von der Zivilisation bekommen sie doch Besuch. Von der Brücke aus gut zu sehen, sie sind auf dem Weg, sagt Markus Rex, der Chef der Expedition. Die Bären sind neugierig. Sie inspizieren einen Forschungscontainer und ziehen sich dann wieder zurück. Infrarot-Wärmekameras dienen als Frühwarnsystem. Nur mit Suchscheinwerfern kommt Licht in die Dunkelheit der polaren Nacht. Die Forschungsstadt auf dem Eis hat schon einen Spitznamen, die Festung. Es war nicht so einfach, eine stabile Scholle zu finden. Überraschend entstehen große Risse. Mal ist das Eis 5 Meter dick, dann wieder offene Wasserflächen. Das ist die neue Arktis. Wetterluftballons steigen auf, um Daten in der Luft zu sammeln. Messgeräte werden abgesenkt, um Strömung und Temperatur zu protokollieren. Der Winter in der Arktis ist noch nie so vermessen worden. Alle paar Wochen ist Personalwechsel unterm Nordpol. Der Eisbrecher bringt und holt neue Wissenschaftler zur größten Expedition, die es jemals gegeben hat. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 14. Februar. Vor allem der Südosten Deutschlands hat morgen noch mit dem Tief zu tun, das Richtung Osteuropa zieht. In der Nacht Regen oder Schauer, vor allem im Südwesten einzelne Gewitter, im Süden ist es windig, im Bergland sowie bei Gewittern stürmisch. Am Tag im Westen und Norden nur vereinzelt Schauer und Lichtblicke, Richtung Südosten regnet es ab und an, auf den Bergen Schnee. In der Nacht 6 bis 0 Grad, am Tag 4 Grad im Erzgebirge, 12 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Samstag im Norden etwas Regen, der Wind frischt auf, sonst Sonne und Wolken.
Am Sonntag in der Nordwesthälfte Regen, dazu ist es wieder stürmisch. Richtung Südosten auch Sonne bis 20 Grad. Am Montag bleibt es im Nordwesten windig bis stürmisch. Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Rot vor Grün, Wahlkampfendspurt in Hamburg und Wasser statt Eis. Erste Ergebnisse der Polarstern-Expedition durch die Arktis. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.